Ja, halli und hallo, meine lieben Buddies. Hier ist wieder euer Comic mit einer neuen Folge How to Survive. Das letzte Mal hatten wir uns so einen Bogen gebaut, beziehungsweise diesen Boomerang gebaut, der mit dem Zielen etwas länger dauert und wahrscheinlich nicht so gut für unseren Charakter ist, aber der ziemlich reinhaut. Eine Kettensäge haben wir uns auch gemacht und wir hatten ein Fischgericht. Wir haben eine Angel gebaut und haben diese tatsächlich auch sofort ausprobiert. Ja, hier ist die Angel und die konnte man dann benutzen, um Fisch zu fangen. Und den Fisch kann man dann auch braten und essen, wenn man Glück hat. So, haben wir einen Sumpffisch eingesammelt. Und ich werde nochmal ganz kurz braten und essen. Damit wir mal schauen, wie viel... Das wollte ich jetzt gar nicht. Wieso habe ich jetzt den brennenden Ast aufgenommen? Den koche ich mir jetzt einfach. Gekochter Sumpffisch. Und dann esse ich den mal. Zack. Und dann haben wir unser Essen aufgefüllt. Warum habe ich jetzt eigentlich dieses brennende Dingsbums ausgewählt? Wollte ich doch gar nicht. So. Ich nehme mir mal den Bumerang. Und wir müssen wieder nach oben zurück. Na toll, durch den ganzen Sumpf wieder nach da oben. Könnte ja nicht einfacher sein, ne? Na gut. Ist die wenigstens tot? Ja. Ah, hier hat man ja schon gewütet das letzte Mal. Hauptsache, wir treffen nicht auf Piranhas. Da haben wir ja gemerkt, die knabbern ganz gerne an unseren kleinen Zehen. Ne, die denken wahrscheinlich, das sind so, Pommes oder irgend sowas. Und da wollen die natürlich essen. Und das Rote, was dann da rauskommt, das ist Ketchup. Kein Blut. Ja, bin leider ein wenig erkältet. Falls also ich mal zwischendrin husten muss oder so, dann entschuldigt mich bitte. Ah. Sind ja lange nicht mehr gestorben, habe ich das Gefühl. Aber es sind auch gerade nicht so viele Zombies unterwegs hier. Warum auch immer. Mal kurz was trinken. Habe ich was ich auffüllen könnte, müsste, dürfte? Flaschen, aber eine leere sehe ich jetzt hier nicht in meinem Inventar. Da hinten ist unser Safe House, unser Safe Point. Und eine Heilpflanze haben wir hier auch noch. Boing. Haben wir uns gleich mal einen Hirsch gekillt. Inventar ist voll. Oh mein Gott. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich die Brille brauche. Wer weiß, wird seine Bewandtnis haben. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwas troppen und fallen lassen. Wobei ich dann fast dafür bin, die Pfeile hier einfach mal fallen zu lassen. Naja, die Tierhaut brauche ich jetzt natürlich nicht. Wir haben jetzt auch so viel Zeug mit, was man essen kann und so weiter. Schmeckt nach Zitrone, nur saurer. Durst plus 50, Hunger plus 50. Hunger plus 20. Plus 50 plus 10. Die hier sind eigentlich... Schmeckt wie Scheiße, ist aber nahrhaft. Die sind eigentlich auch nicht unbedingt so toll. Die können wir erstmal hier fallen lassen. Dann kann ich vielleicht die Pfeile und die Tierhaut mitnehmen. So, und jetzt werde ich langsam müde. Und ich darf auch nicht vergessen, die Tür hier zuzumachen, weil sonst die Zombies reinkommen. Dann würde ich sagen, da haue ich mich doch mal kurz hier aufs Ohr. Au, au, ah, jetzt habe ich mich aufs Ohr gehauen. Und hoffe mal, dass wir jetzt nicht gleich Nacht haben werden. Aber bei unserem Glück tapst man hier natürlich bei Nacht durch den Dschungel. Ach, die außergewöhnlich weiße Pflanze. Inventar ist voll. Durch die Tierhaut, ja? Tja.
Tja, wenn ich jetzt wüsste, dass ich zum Beispiel den Bumerang, den richtig coolen, den wir uns gebaut haben, den droppe ich mal hier ab. Den lege ich mal in unser Safehouse rein, damit das safe ist. Und dann nehme ich mir sowieso unser altbewährten Pfeil und Bogen, weil ich damit besser klargekommen bin, denn der hat ja auch seine Zielhilfe dran und zielt deswegen auch schneller. Ich wünschte, ich könnte diese Piranhas töten, aber das kann ich leider nicht. Hahaha. Ja, es ist tatsächlich ein Autoreifen, der da drin liegt. Ich wollte es nur mal gucken. Wollte es mir nur mal angucken, ob das tatsächlich ein Autoreifen ist, der da liegt. Weil wir ja die Autoreifenstücke noch benutzen können, um uns Rüstung zu basteln. Ah, geh weg. Ich bin jetzt in der Sackgasse gelandet, oder? Ach, verdammt. Das ist, wenn man das mal eine Stunde oder zwei nicht spielt, da weiß man gar nicht mehr, wo es lang ging. Ach, ich musste über die andere Strecke, ne? Hier unten ging es eh nicht weiter. Da hatte ich nur den Ledergürtel damals gefunden, das weiß ich noch. So, aber wir sind, also wenn man uns jetzt anschaut, ne, mit unserer Rüstung und so, wir sind schon ein wenig besser gerüstet als das letzte Mal. Wo kommen denn die jetzt bitte her? Einmal Platz machen, die Herren, bitte. Und die Damen natürlich, die fordern wir gleich als erste zu einem Tänzchen raus, denn Ladies first, ne? Muss dann mal gucken, dass ich noch so einen Vogel umbringen kann. Hä? Wo geht er denn jetzt hin? Naja, soll nicht mein Problem sein. Ich höre Zombies. Aber ich weiß nicht, wo sie herkommen. So. Da haben wir die auch ausgeschaltet. Die außergewöhnlich weiße Pflanze nehme ich schon mal mit. Haben wir hier noch einen Pfeil? Ja. Blam. Schön den Kopf. Huch, wo habe ich denn den Pfeil jetzt hingeschossen? Der ging ganz und gar nicht dahin, wo ich dachte, dass er hingehen soll. Nämlich in den Kopf eines Zombies. So, ich wollte eigentlich Benzin holen. Da muss ich da rüber, ne? Und da oben ist noch ein Affe, der wollte auch irgendwas von mir. Hier ist der Pfeil irgendwo hingegangen, oder? Ah, hier. Sehr gut. Ich will die Pfeile nicht so vergeuden. Miese Piranhas. Okay, da sind die Typen. Und der Affe ist ja hier oben gewesen. Aber ich will da gar nicht hoch gerade. Ah, eine Krabbe. Diese miesen Krabben, die schleichen sich einfach so an. Heimlich. Und wollen einen dann anspringen. Soldatenhelm. Den will ich doch eigentlich gar nicht. Du bist ruhig. Du hast nämlich gar nichts zu sagen. Und du, Fettwanz, platzt gleich mal vor Glück. Du hast mir gerade noch gefehlt zum Glück. So. Das da raus. Oh. Dann noch so ein Fetti, Fett, Fett. Specki, Mac, Speck, Fett. Maggie, Becky. Maggie, Simpson. Knochen. Knochen brauche ich gerade nicht.
Knochen habe ich genug. So, mal die Kettensäge ein bisschen auffüllen, ne? Die hat uns ja schon einige gute Dienste erwiesen. Und Pfeile. Pfeile will ich auch wieder. Oh, hier können wir noch rein. Da ist bestimmt irgendwas Wichtiges drin. Eine Druckluftflasche. Gut, die kann man dann später mal für irgendwas benutzen. Nein, es wird dunkel. Ach, Taschenlampe hatte ich schon. Ja, natürlich. Fall da runter. Ich nehme mal Pfeil und Bogen wieder. Oh, da hat auch ein Pfeil gereicht. Nicht schlecht. Guarana-Wurzel. Oh, ein Stück Stoff. Ja, damit. Oh, hier habe ich noch einen Pfeil rumliegen lassen. Hau er ab. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da hoch, ne? Ich muss mich hier durch den Sumpf quälen, um dann da wieder hochzukommen. Ah. Geh weg. Mann, Mann, Mann. Ah, der war ein bisschen nah. War nicht so günstig jetzt gerade. Natürlich kacke, dass hier im Sumpf so dunkel ist. Ist das dunkel hier, ey. Und Mücken gibt's ja auch noch. Ich habe vergessen, Mückentötolin einzustecken. Mein Mückentötolin, das habe ich ganz vergessen. Das muss ich mir wahrscheinlich noch aus Guarana-Wurzeln und so weiter herstellen. Aber wer kennt das nicht? Man ist im Dschungel unterwegs und kommt mitten in einen Sumpf rein und stellt fest, ich habe die Sonnencreme vergessen. Ich habe die Sonnencreme vergessen und auch vor allen Dingen die Anti-Zombie-Creme, die ich mir auftragen wollte. Das ist fast so was Ähnliches wie Mückentötolin dann, ne? Anti-Zombie. AZ. Acetolin. Na, das ist wieder so ein Krabbler. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich gelandet? Exotische Früchte. Ich will keine exotischen Früchte haben. Ach, das war da, wo das Mädel auf dem Baum dann saß, was wir leider nicht retten konnten. Aber vielleicht taucht es ja nochmal auf und konnte sich auf eine andere Insel retten. Dann kann ich es ja wenigstens wieder zu ihrer Mutter bringen. Die können doch nicht einfach Kinder umbringen. Hier bei Dead Island. Ach nein, ist ja nicht Dead Island. Wie heißt denn? How to Survive, natürlich. Was sonst? Boah, diese Mücken hier. Die werden vom Licht angezogen. Ganz bestimmt werden die vom Licht angezogen. Hier war da gerade ein Pfeil. Ah ja. Ist hier noch irgendwo ein Pfeil? Hier ist noch ein Pfeil. Hauptsache es kommen keine Piranhas. Prinanas. Rapanas. Bananaramas. Das Gute ist ja, wenn man die aus der Ferne dann langsam mal so ein bisschen erledigen kann, dann hat man wenigstens auch eine gewisse Chance, erstmal überhaupt zu überleben. Auch wenn einem die Pfeile manchmal wegspringen. Man kann ja nicht jeden Pfeil hinterher rennen. Aber fast jedem. Wo kommt denn jetzt ein? Ich sehe gar nichts. Ich höre nur dieses Haha. Ich könnte jetzt da rumgehen oder ich könnte einfach hier oben lang gehen. Ich glaube, ich gehe einfach da oben lang. Mann, Mann, Mann. Ein fetter Sack hier im Tümpel hat er sich versteckt. Ist das schon tot? Oder kann das weg? Gucken wir mal, einer hier die Zombies aus dem Weg räumen. Das
ich das immer machen muss. Ach ja, hier war ja auch noch ein Safehouse. Da hatten wir noch Knochen. Ah, genau. Ah, jetzt habe ich die Viecher verscheucht. Hello, my friend. You look well. Under the circumstances. I see surviving has become an addiction. Thanks to me and my survival guide, that is. So, what brings you here? You need my ultralight? Why? You won't leave these islands with that. It is not powerful enough. A strong wind would break the wings, even on takeoff. This is a futile thought, my friend. You just want to reach Santa Barbara Island. I see. I'm not sure I like this idea. I'm just about to repair it, and no offense. I don't want it broken again. I'm sorry. The truth I have. Tja, überzeuge Kovac, das Ultraleichtflugzeug benutzen zu dürfen. Das werden wir auch gleich mal machen, wenn ich mir hier diese Früchte mal anschaue. Ach, außergewöhnliche rote Pflanze, Inventar ist voll. Wie sieht's denn aus mit Hunger und Durst? Hunger und Durst haben wir nicht wirklich, okay. Kovac, mein Freund, du weißt, russische Kollege, mache mir Freundschaftspreis und ich fliege dich zur Insel von Insel und du lässt mich fliegen in dein Flugzeug. Okay, take it if you insist. Crash it though, that you owe me an ultralight. Listen, the repair was not completely finished. Be careful. You will need this for takeoff. Schaffe Platz für deine Belohnung. Moment. Das haben wir gleich. Nein. Oh. Moment. Jetzt lassen wir es hier fallen. Meine. Ja, ja, wir nehmen das. So, jetzt habe ich den Zahnriemen und jetzt kann ich hier diesen Zahnriemen benutzen, ne, um das zu starten, oder?